Ja, Freunde, die Kacke scheint mal wieder anders am Dampfen zu sein. Ich bin komplett erschöpft. Ich war gestern bei der ersten DSDS Live-Show der Jubiläumsstaffel, ja, die 20. Es war gottlos, es ist so viel krankes Zeug passiert und ja, hauptsächlich verantwortlich dafür war ich. Aber das seht ihr alles auf meinem Vlog, auf meinem Hauptkanal. Checkt es sehr, sehr gerne ab. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen müde bin. Aber Manuelsen ist mal wieder komplett geplatzt. Diesmal auf Barello. Es gibt kein Zurück mehr. Bin sehr, sehr gespannt, was da alles vorgefallen ist. Ich würde mal sagen, wir legen auf entspannten, zurücklehnenden Hasen los. Let's go. Ihr wisst, wir behandeln die Themen eigentlich nicht. Aber ganz kurz. Ihr braucht mich nicht darauf aufmerksam machen, was irgendwelche Leute im TikTok erzählen, okay? Aber ich möchte ganz gerne auf eine Sache, würde ich gerne eingehen. Und zwar, es ist vollkommen irrelevant, ne? Es ist vollkommen irrelevant, was die Leute gesagt haben, grundsätzlich. Aber eine Sache liegt mir auf dem Herzen. Ich weiß nicht, in welchem Zwinger manche Leute ihre Erziehung genossen haben, okay? Meine Erziehung habe ich genossen von sehr ehrenhaften deutschen Eltern, okay? Und die haben mir eine Sache beigebracht. Wenn jemand dir etwas gibt oder dir etwas schenkt, ne? Dann sagst du Danke, okay? Und du sagst nicht nur Danke, wenn es ein Ferrari ist oder eine Rolex ist, sondern wenn wir hier unseren Stream machen, okay? Wir machen hier unseren Stream. Wir haben keine Affiliation von Twitch bis jetzt gekriegt. Das heißt, wir machen das Streaming alleine für uns, weil es uns natürlich Spaß macht, ne? Korrekt. Und wir machen das für unsere Community vom Tisch. Eri geht an der Stelle raus und er sagt zu 100% wahre Worte. Der Barello hat sich ja darüber lustig gemacht, dass Manuelsen sich für 1 Euro bedankt und er kriegt ja so Spenden und sogar 1 Euro Spenden werden bei ihm angezeigt und er bedankt sich dafür, was absolut richtig ist, weil alles andere wäre falsch. Deswegen verstehe ich diese verkehrte Ansichtsweise, diese verkehrte Sichtweise von Barello nicht. Ja, nee, muss man sich nur bedanken, wenn man Universum geschickt kriegt? Muss man sich nur bedanken, wenn man 100 Euro bekommt? Nein, du musst dich für jede kleine Geste dankbar zeigen und das ist doch das, was deinen wahren Charakter zeigt und zum Vorschein bringt. Und das, was er über seine Eltern erzählt hat, ich habe die ja auch kennengelernt, super Menschen, also nicht so, wie ihr es euch vielleicht vorstellen würdet. Das sind so richtig typische Deutsche, älteres deutsches Ehepaar, wie ihr euch das vorstellt, so richtig zu 100.000% und die scheinen ihn zumindest in dem Punkt richtig erzogen zu haben und sehr, sehr sympathisch sind die. Okay. Wenn jetzt die Community vom Tisch über diesen Link hier Bolschans 1 Euro oder 1.000 Euro schmeißt, ne, dann gibt das unsere Erziehung alleine her, ne, Danke zu sagen. Richtig. Okay. Ich bin nicht immer seiner Meinung, eigentlich eher selten, aber in diesem Punkt hat er zu 1000% recht. Das ist richtig, nicht alles andere, was da gelabert wird und wie sich über ihn lustig gemacht wird, weil er sich für 1 Euro bedankt. Ich möchte darauf hinweisen, dass weder Giat noch ich glaube niemals in unseren Streams gesagt haben, Jungs, okay, jetzt schickt jetzt bitte Geld, okay, gib Gas jetzt, macht alles, okay, komm, oh wow, schickt jetzt bitte Geld. Habt ihr das von uns gesehen? Nein. Schickt nicht, wir machen trotzdem weiter, okay? Und zwei erwachsene, gestandene Männer, ne, aus zwei sehr edlen Familien, okay, mit edlen Elternteilen, okay, in der Öffentlichkeit vor ein paar arbeitslosen Heckenpennern hinzustellen, um zu sagen, dass wir betteln für 1 Euro, finde ich eine bodenlose Frechheit. Okay? Ich finde das eine bodenlose Frechheit, aber ich beschwere mich auch nicht, weil ich weiß, die Welt, in der diese Menschen leben, ne, da ist das halt so gang und gäbe, bodenlose Frechheiten, okay? Und Alhamdulillah, ja Rab, hab ich echten Fame, okay? Also ich bin bekannt, echt bekannt. Ja, Barello ist ja auch bekannt unter den ganzen Kindern, die TikTok konsumieren, auch unter vielen anderen. Er hat ja einen miesen Raketenstart-Hype generiert. Aber ich verstehe schon, was Manuel damit sagen will, ja? Also ihn kennt man schon seit Jahren. Ich zeige euch ganz kurz zum besseren Verständnis den Clip von Barello, wo er sich über Manuelsen lustig gemacht hat. Mann, wie findest du eigentlich diesen Manuelsen? Welchen meinst du? Manuelsen. Dieser Twitch-Streamer, der nach 3 Euro bettelt. Du bist so ein Bettler, Junge. Ja, tut er mir einen auf Rapper, Junge. Tut mir einen auf. Er will Kämmer, Junge. Ich bin blitzschnell. Junge, das Slow Motion, Alter, Junge. Ein böser Mann wird gegen ihn gewinnen, Junge. Was ist das für einer? Wallah. Er denkt, er ist der Krasseste, Wallah. Guck mal, er sagt zu mir, ich habe ihn letztens gefragt, wollen wir ein Match machen? Du kannst mir ins Gesicht spucken, wenn ich mal ein Match mache. Aber 3 Minuten später, danke für 3 Euro abonnieren. Danke für das. Junge, ich gebe dir 6 Euro, was würdest du für diese 6 Euro machen, Junge? Wallah, was ist mit dir, ja? So, jetzt wo ihr den Background dazu kennt, schauen wir mal weiter. Nicht nur 2 Jahre, 20 Jahre. Gott sei Dank, uns fehlt an nichts. Ne? Ob ihr schickt oder nicht, Alhamdulillah, ja Rab, uns fehlt trotzdem an nichts. Ne? Und ich wollte euch nur sagen, dass ich das sehr... Warte mal, habt ihr dieses cringe Zusammentreffen hier nicht gesehen, wo wir saßen hier zu viert und gesprochen haben, wie Männer und gesagt haben, okay, Kalas, lasst uns bitte raus aus der Scheiße, kein Problem. Habt ihr dieses Gespräch nicht mitgekriegt? Doch, haben wir drauf reagiert. Habt ihr dieses Gespräch mitbekommen oder nicht? Das hat doch jeder gesehen, okay? Haben wir doch was gesagt.
oder nicht? Mit Barello. Keine drei Wochen später fangen die wieder an. Ja, habt ihr nicht gesehen? Doch. Habt ihr nicht gesehen? Du, Engel, aber, Barello, warte. Arafat. Arafat hat doch hell gemacht. Ich will nur darauf aufmerksam machen, Janne. Das ist halt, weißt du, so. Hier, damit ihr das seht, okay? Ich sag euch, für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, ich sag euch kurz, was hier passiert ist. Vor einem Monat. Vor zwei Monaten, okay? Barello und Engels Gesicht haben sich daneben benommen. Mir hat das nicht gepasst. Wir haben Arafat angerufen, haben gesagt, hör mal zu, bitte. Also nicht jetzt so, hör mal zu, sondern wir haben gesagt, guck mal, wir haben ein Anliegen. Guck mal, so und so ist der Sachverhalt. Kann man das bitte irgendwie klären, dass man uns in Zukunft aus diesem ganzen TikTok-Wahn auslässt? Er hat gesagt, okay, kein Problem. Wie ist das? Okay, wir machen eine Sahara, ne? Ein Zusammentreffen. Du bist ein afrikanischer Löwe, Bruder. Löwe. Vielen Dank, Bruder. Masi, Rap News. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank, Bruder. Dankeschön. wir machen eine Sahara, ein Zusammentreffen. Dann räumt ihr die Sache aus dem Weg und dann gut ist. Eigentlich, ich habe gar keinen Bock auf diesen TikTok-Quatsch, aber wir haben es halt nur mal gemacht für das Rap. Mach's gut und mach mal so. 100%. So, hier könnt ihr kurz einmal reingucken, was hier passiert ist. Warte, guck mal, was hier passiert ist. Das ist die beste Art und Weise, diese Sache hier vom Tisch zu kriegen und hierher gekommen sind. Guck mal, ich habe diese Leute, diese Kids, das sind ja Kids, okay? Ich habe dir noch diese Riemen gegeben, dass sie sich nicht mal entschuldigen müssen. Denn ich habe für die geredet, dass sich keiner da klein machen muss oder sich keiner vorkommen soll, dass er sich da klein macht. Weißt du, ich meine? Und in erster Linie muss ich mich bedanken bei Arafat und bei Martin, ne, die das Ganze hier aufgesetzt haben. Eigentlich hat Arafat das aufgesetzt, aber wir haben heute gesprochen, dass wir das machen. Und ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, Assalamu alaikum. Das ist die beste Art und Weise, diese Sache hier vom Tisch zu kriegen. Und ich möchte, auch wenn Arafat mir davon abgeraten hat, ich möchte trotzdem sagen, guck mal, Barello und Engel, guck mal, wenn ich eine Sache gesagt habe, okay, die euch irgendwie schwer auf dem Herzen liegt, ne, dann ist das nicht meine Absicht gewesen. Ne, und ich möchte eigentlich niemandem was Böses. Das Problem ist nur, ich bin gerne Musiker, ich mache gerne meinen Content und so, weißt du, und ich bin aus irgendeinem komischen Zufall in diese komische Bubble gerutscht. Ich möchte mit euch jetzt nicht persönlich nichts zu tun haben, sondern ich möchte einfach mit den Sachen, was ihr macht, ihr macht das gut, das ist alles eure Sache, nur ich habe hundertmal betont, ich möchte da kein Teil von sein, weil ich damit nicht umgehen kann. Okay? Und wenn da so komische Witze kommen über meine Hautfarbe oder über sonst was, ne, dann greift mich das an, egal wie alt ich bin. Ich bin älterer Mann, ist kein Problem, aber trotzdem greift mich das an, weil ich kenne mein ganzes Leben damit. Also, mag für euch vielleicht im ersten Moment nicht ganz verständlich sein, ne? Aber ich erkläre euch das jetzt hier einmal wirklich und ich rede offen und ich rede ehrlich, ne? Bitte, bitte macht das nicht. Macht das bitte nicht. Das ist wirklich sehr verletzend. Ne? Das ist wirklich sehr verletzend. Egal, ob ich mit Schwarzen unterwegs bin oder mit Arabern unterwegs bin, Türken, Kurden oder Polen, Spanien, das ist vollkommen scheißegal. Ne? Ich laufe mit dieser Hautfarbe seit 44 Jahren rum und seit 44 Jahren habe ich diesen Kampf. Es ist wirklich anstrengend. Ne? Und ich möchte gerade von euch Ausländern, guck mal, Albaner, Türke, Arafat ist der Palästinenser, ich möchte gerade unter uns, die irgendwo auf eine Art und Weise das gleiche Leid hatten, damals, wo wir jung waren, ne? Ich möchte, dass keiner von euch oder ich möchte unsere Kinder oder Verwandten sowas erleben müssen. Ich möchte das nicht. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Guck mal, scheiß da drauf. Scheiß da drauf. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall, wir haben uns danach geeinigt, dass keiner mehr was sagt. Also wir nix, die nix. Und dann... Ist gar nicht hier, glaube ich. Ist gar nicht hier. Ist das nicht hier? Haben die noch gar nicht hochgeladen, glaube ich. Das ist gestern Abend passiert. Ja, normalerweise ist das 10 Minuten später. Wir haben es ja schon gesehen. Ja, nee. Ist nicht hochgeladen. Nur. Auf jeden Fall sage ich euch, was gestern passiert ist. Hier auf TikTok, glaube ich, musst du. Na egal, Eili. So, auf jeden Fall sage ich euch, was gestern passiert ist. Engels Gesicht sitzt mit einem anderen im Live und der andere Typ sagt, ja, du traust dich keine Ansage an Manuelsen zu machen. Diese Absprache, die wir vorhin gesehen haben, ist ein Monat her. Und dann quengelt er so ein bisschen rum und dann sagt er, was denkt Manuelsen, wer der ist? Wer hat das jetzt gesagt? Barello, nicht Engels Gesicht. Gestern mit den anderen, hat er gefragt, was ist deine Meinung über Manuelsen? Genau. So. Und dann hat er gesagt, möchte gern Rapper, bettet nach 1 Euro in seinen Twitch. Danke für 1 Euro. Danke für 1 Euro. Bei 3 Euro sagt er Danke. Er sagt, was ist, wenn ich dir 6 gebe? Ich gebe dir 6 Euro. Was machst du für 6 Euro? Das sagt er. Nein, ich nehme nicht TikTok zu ernst. Sag mir nicht, dass ich den TikTok zu ernst nehme. Bruder, da sind erwachsene Menschen da. Erwachsene Menschen, die ins Internet gehen und über Männer reden. Okay? Sag mir nicht, du nimmst TikTok zu ernst. Weil über euch werden so Videos nicht gemacht jeden Tag. Ihr müsst das nicht klar machen. Kindergartenbeef, deine Mutter und dein Vater. So. Der sagt über mich, wenn ich dir 6 Euro gebe, was machst du dann alles? Okay, guck mal, ich will euch nur sagen, ne, wenn ich jetzt... Für 30 weiß ich, was er macht. Wenn ich jetzt hier im Twitch sitze und ich sag dem, du, ich guck, was ich mit dir mache und ich raste dir aus und Jihad muss mich festhalten, dass ich hier nicht durchdrehe und schreie in die Kamera, ne, was passiert dann? Alle sagen, wow, morgen wieder Ausschnitte, dann die erste Überschrift ist, Manuelsen rastet aus. Rastet aus, ja. Korrekt? Ja, korrekt. Das ist dann das, was morgen wieder passiert. Dann kommen wieder alle Reactor und schreiben, Manuelsen rastet aus. Ich liebe ihn. Ich küsse sein Herz. Manuelsen rastet aus. Okay? Wenn ich jetzt hier sitze und darüber nichts sage, schreibt jeder in diesen Chat rein, Barello hat Ansage gegen dich gemacht. Ich gehe mal in Instagram, Barello hat Ansage gegen dich gemacht. Ich mache zu Hause meine Toilette auf, daraus sagt man, Barello hat Ansage gegen dich gemacht. So. Okay? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, okay, ich gehe halt auf die Scheiße dann halt nur mal ein, weil ich halt nur mal gezwungen bin. Weil ich normalerweise, mein Wesen, lässt so eine Frechheit nicht zu. Okay?
Deswegen probiere ich euch zu sagen, der Psychopath und der Wahnsinnige und der Unkontrollierbare und der ewig Ausrastende bin ich, okay? Die Unkontrollierbaren und die ewig Ausrastenden und die Unruhestifter sind die. Dschihad und ich, wir reden über keinen von denen, weil die uns einfach schlichtweg nicht interessieren. Wir sind auch nicht aus, darauf mit denen live zu gehen, weil es uns einfach schlichtweg nicht interessiert, weil es nicht unsere Kragenweite ist. Also, versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Wie ich es mache, angeblich mache ich es falsch. Aber ich erkläre euch das, damit ihr ein bisschen... Ja, jetzt schreiben die Leute hier, ja, Hausbesuch, Barbarello. Gut, ich schwöre euch bei Alas 99 Namen, ne? Das ist für... Alas nicht für mich. Das ist für Dschihad, ne, ist das so. Ein Anruf und ich schwöre bei Gott, du findest den in 6 Mülltonnen. Du findest den in Hannover in 6 verschiedenen Mülltonnen. Ich habe auch ein bisschen Arm, ne? Wenn Dschihad nicht da ist... dann findest du den in 3 Mülltonnen. Dafür muss ich nicht mal nach Hannover fahren. Oder wo auch immer der sich bewegt. Weil wir haben so eine Scheiße drauf. Weißt du, ich meine? Aber ist das der Sinn der Sache? Das ist nicht der Sinn der Sache. Soll ich in den Knast gehen für Barello? Soll ich mich verhaften lassen für Barello? Soll ich ein Ermittlungsverfahren kriegen wegen Barello? Seid ihr dann zufrieden? Bin ich dann ein Mann in euren Augen? Oder Dschihad? Sind wir dann Männer? Versteht ihr den Dad? Ja, scheiß auf den. Bruder, ich hab euch gesagt, ich möchte mich mit Bushido nicht mehr streiten. Nicht, weil ich denke, dass er ein guter Mensch ist oder dies und das. Ich möchte mich nicht mehr streiten, weil wir mittlerweile beide Kinder haben in dem Alter, die sitzen vor diesem Scheiß. Okay? Und ich habe gesagt, ich möchte nicht derjenige sein, auf den seine Kinder sagen, Papa, der Manuel hat wieder gesagt, du bist so oder du bist so oder so. Und ich möchte nicht, dass mein Kind sieht, Papa, der Bushido und die haben so und so auf dich gesagt, so und so und auf dich gesagt. Nein. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, okay, guck mal, das ging lange genug. Jetzt soll von mir aus gerne Schluss sein. Scheiß drauf. Diskutieren können wir immer. Wir können reden. Wir können diskutieren. Wir können uns auch mal streiten. Weißt du, ich meine, aber immer gut. Weißt du, so. Vorbildsfunktion will ich nicht sein. Muss ich nicht sein. Ist nicht meine Aufgabe. Ich bin kein scheiß Sozialarbeiter. Ich mache das nur für meinen Neffs. Okay? Schöne Grüße nach Basel zurück. Und vielen Dank für 1 Euro, Habob. Ich küsse dein Herz. Guck mal, was er für 1 Euro macht. Was denkt ihr, würde er für 10 machen? Spaß. Barello ist so gottlos. Aber dazu muss man fairerweise auch sagen, das war halt wieder so eine dieser Ansagen-Challenges. Anders können die ja kein Geld verdienen und auch keine Zuschauer ziehen, wenn die nicht diese Challenges machen, diese Ansagen, weil damit lockst du halt die meisten Menschen und du beweist quasi so deine Eier, vor allem wenn es gegen Leute wie Manuel ist, die dann auf sowas komplett platzen. Und ja, diesmal ist er relativ ruhig geblieben. Ich meine, außer der Aussage, dass Barello man ihn in 6 verschiedenen Mülltonnen wiederfinden würde. Aber so kennt man ihn. Ja, Alas. Nein, warte. Warte, ganz kurz, Reihe. Ich weiß nicht, was dieser Junge sich rausnimmt. Du bist ein afrikanischer Löwe, Bruder. Löwe. Danke für 10 Euro, Marcy Rap News. Dankeschön, für 20 Euro schon heute. Dankeschön. Er hat gerade geschrieben, was erwarten wir von einem Jungen, der Krebs vortäuscht und der das macht und der dies wurde. Davon habe ich nichts mitgekriegt, darüber, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, was er da damals gemacht hat, weiß ich nicht. Ne? Aber auch das mit Mutlu, was er da gemacht hat. Ja, was erwartet man von so jemandem? So, aber wie mein Vater immer gesagt hat, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Aber bin ich der Equalizer hier, dass ich jetzt jeden hier bestrafen muss? Ich will nur damit sagen, Barello, guck mal, ich sag dir nochmal, weil es ist Ramadan. Okay, ich sag's dir nochmal, ganz in Ruhe. Lass den Tisch, Dschihad und mich und alle, die zu uns dazugehören oder zugehörig vermeintlich sind, lass uns in Ruhe, Alter. Lass uns in Ruhe. Macht eure Ansagen, Witze auf irgendwen. Wir verstehen diesen Spaß nicht. Wir haben keinen Bock darauf. Ich sag's dir noch einmal, ausdrücklich und in aller Ruhe. Ja, jeder Mensch ist anders. Ihr wisst doch mittlerweile, wie Manuel tickt. Und trotzdem, und genau, ich glaube, genau deswegen wird er ja so provoziert. Gestern war ja der 1. April und ich habe einige Nachrichten erhalten, die es lustig fanden, mir schreiben zu müssen, ja, Barello hat Ansage gegen dich gedroppt. Ich habe gelacht. Sehr cool. Korrekt, wo kann ich das sehen? Ich hätte mich darüber amüsiert. Und je nachdem, wie weit er unter die Gürtellinie geschossen hätte, hätte man vielleicht anders reagiert. Aber im Grunde genommen, ich bin charakterlich anders wie ein Manuelsen. Deswegen seht ihr gegen mich so etwas auch nicht. Bei Manuel sieht man sowas zuhaufe. Warum? Weil genau solche Videos dann daraus entstehen. Und man kriegt eine Art Resonanz von jemandem, den sehr viele Leute gucken, den sehr viele Leute kennen. Aber Manuel profitiert ja auch davon. Quasi die Leute von Barello. Einige bleiben vielleicht auf ihn klatschen, auf seinen Streams und er generiert dadurch auch Zuschauer. Aber wenn er es nicht will, muss man das akzeptieren. Das macht Barello anscheinend nicht und das ist halt sehr, sehr schade. Lass uns in Ruhe, Alter. Ich will meinen Namen in deinem Content nicht mehr hören.
ich hab's dir jetzt nochmal, obwohl wir schon eine Absprache gemacht haben, ich baue gerade auf Sand. Aber nur... Dankeschön für 8 Euro, Markus Lopez. So, ich baue gerade auf Sand. Aber nur, damit die ganze Welt sieht, dass wenn einer kommt und dir von der Seite so eine... dass du 4 Zähne verliegst und die auf dem Boden liegen und du in deinem eigenen Blut liegst, ne? Dann soll keiner sagen, die Menschen haben nicht versucht, dich zu warnen vor solchen Situationen. Muss nicht sein, dass sie von mir kommen. Das will ich damit nicht sagen. Ich sehe Abwehrgewalt. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Okay? Aber dieses Verhalten kann für solche Situationen sorgen. Und aus dieser Scheiße rettet dich keiner. Ein altes Sprichwort ist, guck mal, morgen kannst du mir Mafia, Clans, Biker, Rocker, Familie, Armeen, morgen kannst du mir schicken, die mich umbringen, kein Problem. Aber heute stirbst du allein. Das ist ein altes Sprichwort. Ne? Also es ist jetzt nicht von mich an dich, sondern es ist ein altes Sprichwort, was ich dir sage. Von mich an dich. Verlass dich auf gar niemanden in dieser Welt. Auf gar niemanden. Verlass dich auf niemanden. Nur auf dich selbst. Verlass dich nur auf dich selbst. Und was du kannst. Das gleiche mache ich auch. Ich verlasse mich nur auf die. In erster Linie. Ich weiß, ich habe stabile Brüder. Ich habe eine Armee hinter mir. Armee. Aber ich verlasse mich erstmal nur auf die. Und auf das. Das ist das, was ich selber steuern kann. Deswegen sage ich dir, hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Dreimal. Ich bitte dich, hör auf damit. Verlass. Verlass. Dann mal. Kannst du auch was dazu sagen? Fadalachol, wer kann dich halten? So, okay, scheiß auf den. Sowieso scheißen wir auf den. Und alle anderen auch, die genau solche Ansagen machen im Internet und sich mit irgendwelchen Rücken bestärken und denken, die können aus Kinderzimmer irgendwelche Ansagen machen, weil die ein bisschen was gesponsert bekommen oder geschmissen bekommen in TikTok Geld von irgendwelchen Vollidioten von Endkonsumenten, die dann sagen, ja, mach Ansage an den. Nein, Wellert, warte mal, Rallert, ich bin da. Nein, Hascha. Beste Mod, Wellert. Ich sehe dich jetzt das erste Mal, ich krieg dein Herz, mein Schatz. Ich bin kein Mod mehr. Ja, Bunde hier. So. Was ich damit sagen will, ne, ist, an die ganzen TikToker, die Ansagen machen, warum spielt ihr nicht Ansagen, ne, macht Ansagen. Macht das, weil die Leute bezahlen dafür Geld. Was wollen wir, was wollen wir? Ja. Die Endkonsumenten müssen ja entertained werden. Mai Hack oder Mai Hack? So. Was hält ihr davon, wenn ihr TikToker, ihr macht ja gerne Ansagen und wollt den einen oder den anderen auf Flasche setzen und der ist so, der ist dies, der ist das. Guck mal, beim nächsten Mal, wenn er darum spielt, ich bitte euch darum. Ich bitte euch nur darum, ne? Spielt um Ansagen live. Der Verlierer muss die Ansage machen, wie er es immer macht. Soll zu denjenigen zu ihm fahren und die Ansage warum live? Zu mir? Nein, nicht zu mir. Ja, die, Herr Landnehmer, warte. Die sollen anklopfen, die sollen kommen. Schöne Grüße an Sammer zurück. Die sollen anmachen, Kamera anmachen und dann vor Ort die erste Ansage ein machen. Afrikanischer Löwe, Bruder. Löwe. Wie ein Löwe. Grüße aus Selbeck, Mann aus Gold. Dankeschön für 10 Euro, Mo, privat. So. Dankeschön, Bruder. Sollen die doch die Ansage vor Ort machen, Gesicht an Gesicht. Dafür bezahlen doch die Leute, nicht aus dem Kinderzimmer. Ja. So sehe ich das, live. Ja. Live. Wenn die schon dafür 500... 600 Euro bekommen die Runde, dann soll er dafür aufstehen, zu denjenigen fahren, live vor Ort eine Ansage machen. Mach ich hier Rat? Nein, eigentlich nicht, nein. Aber sogar selbst das nicht. Doch, die sollen das mal machen, weil... Lack, die sollen zur Schule gehen. Nein, die sollen aus ihrem Kinderzimmer rauskommen. Jetzt zur Schule. Die sollen aus dem Kinderzimmer rauskommen und dann die Ansage vor Ort machen. So. Einmal Applaus für Shadowban. Was ein Stream ohne Shadowban, Mann. Das ist nicht wegen Manuel nur. An jeden Deutschrapper, an jeden, die Ansage gemacht worden ist, sollen die doch vor Ort rausgehen von ihr Kinderzimmer und die Ansage vor Ort machen. Ich glaube, nach der ersten gibt es keine Ansage mehr. Bei dir. Hm? Morgen siehst du die Leute klopfen bei dir. Morgen. Sollen die? Morgen kommt dir. Sag doch Adresse. Wolle, ich gebe dir eine Adresse, ist doch gar kein Problem. Ja, komm, kein Problem. Die sollen Ansagen vor Ort machen. Ja. Deswegen, es ist eigentlich eine. Vor Ort fehlen die Eier. Guck mal. Guck mal, Arafat, man kennt sich, man hat Respekt voreinander, man telefoniert, man redet miteinander, man hat Liebe füreinander da, aber die sollen Arafat und alle ihr Rücken da, wo der ist, alles komplett weglassen. Wir lassen auch unser Rücken, alles weg ist, was wir auch haben, unsere Leute, sollen auch weggehen. Die haben ja anscheinend ein Problem ja mit irgendjemandem, die sollen dann vor Ort kommen und diese Ansage vor Ort machen, live, und mal gucken, wer als erstes fällt, rein sportlich, wie die immer sagen, TikTok sportlich. Ja, mir macht das auch nicht, aber Djihad hat recht, warte mal, wallau. Djihad hat recht. Aber das Beste ist, macht gar nichts. Überlegt euch, wenn ihr ins Internet geht, macht ein Content, macht Gewinnspiele, macht Talentshows, macht... Geht in die Schule. Geht arbeiten. Macht irgendwas. Er baut irgendwas. Macht Familie, geht heiraten, macht irgendwas. So. Aber
Mach doch nicht sowas, Alter, ja. Euer Stream ist dann voll mit TikToker. Eilau, Seiler. Was sagt er? Wenn wir uns schon nicht auf diese Plattform da matchen und da Content machen, ab und zu mal live reingehen, so einfach nur so ein bisschen reden. Ich bin heute auch live gegangen auf TikTok. Ich wurde als als Twitch-Bettlerin benannt. Ich so, ja, ich bin offiziell Twitch-Bettler. Ja, für 1 Euro. Ich gehe rein. Ja, guck mal, das haben wir jetzt davon, ne? Das haben wir jetzt davon, weil dieser Junge hingeht und das gestandenen Männern sagt, ne, die Familien ernähren und die arbeiten gehen für ihr Geld. Dass jetzt so 16-Jährige kommen und einem Twitch-Bettler hinterher. Was ist das denn? Wo kommen wir denn hin? Was ist das denn? Ach, ist doch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ihr wart alle Zeuge. Ich habe ihn jetzt höflich darum gebeten, es sein zu lassen. Am Ende zählt man die Tote. Lass das sein. Nein, wir wollen hier nicht von Toten reden. Nein! Nachher, die Anwalt Bieter kriegen wir. Wir wollen hier nicht von Toten reden. Metaphorisch? Ja, so, man sagt ja. So. Metaphorisch sieht man am Ende des Tages, zählt man die Toten und dann mal gucken, wer noch da steht und wer nicht da steht. Alak Najiat. Walla, offiziell. Carbonat, Erwolk. Welcher Uhrensohn hat sich da Carbonat Erol genannt? In so einer ernsten Diskussion. Was lassen wir? Nein, was für lassen? Wallah, ich dorf Koran, ne? Random Twitch-Typ. Folgt mir seit 3 Minuten, steht da. Kommt rein, um Carbonat Erol zu schreiben. Wir haben das oft genug. Wallah, Eib eigentlich. Wallah. So gottlos. Mann, denkst du manchmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Ja, wallah, jeden Tag. Ja, aber wie verdient man dann Geld? Das ist die andere Frage. Ich muss hier mal Real Talk machen. Keiner von uns, die sich in der Öffentlichkeit befinden, wäre bereit, freiwillig die Öffentlichkeit zu verlassen und dieses leicht verdiente Geld wegzuwerfen, um dann auf irgendeiner Baustelle sich den Rücken abackern zu müssen. Ist einfach so. Wallah, sehr, 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 sehr schlimm. Bruder, Leute sind einfach respektlos geworden, ja, wallah. Wallat, mein Bra, Wallat, ja, Hobby. Guck mal, nicht Timeout. Wir sind keine Leute von Timeout, Bruder. Wir spucken und wir lecken nicht wieder. Bruder, direkt Block. Timeout ist für Dings, für andere Leute. Bruder, direkt Block. Abo ist einig, Wallat. Bruder, Block. Raus. Wallat, ich küsse dein Herz. Schöre, die Streams sind total zart von dem. Gottlos. Kein Respekt mehr, die Jugend, Bro. Ja, was soll ich sagen? Ich bin am Fahren, Bra. Seh nicht alles. Kein Problem. Wie geht's dir, Manu? Uns geht's gut. Ja. Uns geht's gut. Wir sind heute ein bisschen rot. Alles, wir sind heute die Comanchen. Comanchis. Also. Ich hab keine Ahnung, warum, Wallah. Keine Ahnung, egal. Lass. Alles, heute sind wir rot. So bald sowieso alles anders. Metto greift in die kleine Tasche. Bald neue Kamera. Und was in die kleine? Was in die kleine, nicht in die große. Ja, Freunde, so viel zu der Ansage von Manuelsen an Barello. War relativ friedlich für Manuelsens Verhältnisse gesehen, um ehrlich zu sein. Waren ein paar Sachen dabei, wo man sagen kann, kritisch hätte ich jetzt vielleicht so nicht gesagt, aber im Grunde genommen verstehe ich seinen Standpunkt und kann es zu 100% nachvollziehen. Und genau aus diesem Grund, dass er sich über solche Situationen beschwert, bietet er umso mehr Angriffsfläche und die Leute checken, boah, krass, durch ihn kann ich Klicks und Reichweite und Fame abgreifen, was vielleicht bei Barello nicht der Fall ist. Der hat es einfach nur so gemacht, damit er Content hat, damit seine Zuschauer es feiern, damit er noch mehr gespendet kriegt. Aber viele, viele andere werden kommen und diese Situation schamlos ausnutzen. Und dann wundert man sich, warum es immer mehr und mehr werden, die gegen einen schießen. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.